Meine Entwicklung in der APG war einfach von einer Stufe zur nächsten. Wir haben von einem Ferialjob über den Werkstudentenvertrag bis hin dann zur fixen Anstellung einfach einen Entwicklungsweg gehabt. Und vor allem habe ich zu Beginn in Deutschland begonnen. Also ich wurde von APG nach München entsandt, um dort ein Joint Office aufzubauen. Das Bewerbungsverfahren selber war sehr transparent. Ich habe mich beworben, habe danach einen Anruf bekommen für einen Termin für ein Bewerbungsgespräch. Es war ein sehr nettes Gespräch, das war circa eine Stunde lang. Man sollte sich vor dem Bewerbungsgespräch bewusst sein, was die APG ausmacht, was ihr tägliches Geschäft ist und warum man den Job haben möchte. Das heißt, man sollte auf jeden Fall die Begeisterung dafür mitbringen und ein ehrliches Interesse. Ich schaue in erster Linie, ob sich die Person mit der Firma identifizieren kann, ob sie eine Ahnung hat, wofür APG steht, welche Aufgaben sie aktuell meistern muss und vor allem, was auch in der Zukunft ansteht. Und wenn jemand den gesamten Kontext mit Energiewende und Übertragungsnetzbetreiber im Bewerbungsgespräch bringt und versteht, ist das ein ganz klares Zeichen, dass der zu unserem Team passt. Für meine Abteilung ist definitiv ein technisch-naturwissenschaftlicher Hintergrund hilfreich. Also sowohl ein bisschen mathematisches Verständnis als auch Programmierkenntnisse. Im Prozessmanagement haben wir ganz verschiedene Hintergründe. Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, wenn man zum Beispiel ein betriebswirtschaftliches Studium hat. Wir haben aber auch einen Kollegen mit einem Maschinenbaustudium oder einem Hintergrund im Organisations- und Personalwesen. Wir sind auch sehr tief in der Mathematik. Das heißt, auch dort brauchen wir gewisses Experten-Know-how, das wir dann tatsächlich auch in der Bewerbung abfragen und entsprechend den Konnex wieder zur Elektrotechnik bilden. Wir suchen Leute, die offen sind, die bodenständig sind, die vielleicht ein bisschen einen Schmäh haben. Die lösungsorientiert arbeiten können, aber auch genauso analytische Aufgaben durchführen können. Auf alle Fälle offen sein, für Neuerungen jederzeit bereit und auch im Team einen gewissen Spirit verteilen. Also mir ist dieses Teamgefüge extrem wichtig, weil es einfach ganz was anderes ist, wenn der Job im Team Spaß macht, nebst dem, was einfach als Aufgabenstellung ist.